Green Campus wurde 2016 von Patrick Held initiiert, zusammen mit dem Präsident Stefan Leible. Und die hatten die Vision, dass sie die Nachhaltigkeit an der Uni stärken. Und wir sind jetzt auch keine studentische Initiative, wie sich manche irgendwie denken. Wir sind direkt von der Uni angestellt für die Nachhaltigkeit. Wir sind Ansprechpartner für Presse und sind sozusagen auch eine Schlüsselfigur für Studenten und für die Verwaltung. Bei Green Campus kümmere ich mich viel um die Teamorganisation, das heißt, ich organisiere die Treffen, die wir haben, einmal nur unter den Hiwis, aber auch mit den verschiedenen anderen Institutionen, denen wir zusammen sind, mit denen treffen wir uns eben regelmäßig. Aber dann habe ich auch ein paar einzelne Projekte, die ich organisiere. Das Kräuterbeet, das vom Frischraum ist, das war auch ein bisschen mein Projekt. Was ich jetzt mache, ich packe mir in meiner Wasserflasche einfach ein bisschen Minze, die wir hier noch haben, damit es eben nicht so langweilig nach Leitungswasser schmeckt. Am Campus könnt ihr euch einbringen und den Campus nachhaltiger gestalten, indem ihr einfach an das denkt, was ihr tut. Das heißt, indem ihr eure Tasse mitbringt. Wenn ihr jeden Tag Kaffee trinkt, dann nehmt doch einfach mal eine Tasse von daheim mit und nehmt die am Kaffeeautomat. Green Campus ist die Plattform oder das Büro der Universität, das quasi versucht, den ganzen Campus nachhaltiger zu gestalten. Also versucht zum Beispiel die Biodiversität am Campus zu erhöhen, den Ressourcenverbrauch zu verringern und auch die Studierenden und die Beschäftigten zu informieren, wie sie ihren Alltag nachhaltiger gestalten können. Unsere Wünsche von Green Campus sind, dass wir irgendwann mal noch eine feste Stelle bekommen. Das, was wir machen, auch weiterhin beständig irgendwie immer weitergeht, weil viele Projekte gehen länger. Ich möchte, dass alle Studenten, die gerne nachhaltiger ihr Unileben gestalten wollen, das möglichst einfach durch Green Campus so gestalten können.